Ja. Cool, weiter so. 10.600 Dollar, ja. So, kommt wieder ein kleiner Clip jetzt. Nee, kein Clip. So. Und was jetzt? Um Haaresbreite schon wieder ein Job oder was? Ja, okay, klar. Gibt immer viel Kohle, bringt mich in der Story weiter. Bin ich natürlich immer dabei, ne? So, was kommt jetzt? Schon wieder irgendwas. Casino-Baustelle, 9:39 Uhr. Wieder irgendein Auto wahrscheinlich. Oder? Ja, wieder Ladezeit, war ja klar. So, trinken Schluck. Und ja, ich glaube, ich packe hier mein Duplo dann gleich schon mal auf. So. Oh. Ja, da höre ich auf jeden Fall. Oh, Mitsubishi. Oh, jetzt geht's los. Wollte ich gerade mein Duplo auspacken, ey. So, ah. Pass mal auf, Mann. Ich habe einen Kunden, der es verdammt eilig hat und sofort aus der Stadt muss. Wenn du ihm schnell seine Karre bringst, bezahlt er dir gutes Geld dafür. Ja. Nur die Cops sind auch wieder dabei. Zentrale. So, ah, den bin ich schön ausgewichen. Ja, komm, geh beiseite. Pass auf den Wagen auf. Ach du Scheiße. So. So, komm, schaffe ich sie jetzt schon auf dem Weg abzuhängen? Ich weiß es nicht. Nein, schaffe ich nicht. Nein, die sind zu schnell. Und da ist eine Straßensperre. Oh nein, und ich fahre genau da rein. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Navi, programmier es um. So. Wieso haben mich die Cops immer noch auf dem Zettel, ey? Hier ist doch irgendwo ein Versteck, oder? Ja. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Au, das war nicht gewollt. Auf dem Crosslope Freeway. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Perimeter zugeteilt. Sag mal, kann die jetzt da vorne mal von der Werkstatt wegfahren? Und jetzt bring den Wagen zur Werkstatt. Danke. So. Jetzt bin ich doch da. Ich mag deinen Style, Kumpel. Halt das Gaspedal immer schön unten. Wir sprechen uns später. 10.600 Dollar mal wieder. Und dann haben wir doch den Wagen souverän abgeliefert. So. Hier nochmal ein Stück Duplo. Jetzt habe ich das Stück verdient. Ich esse nur ein Bissen. So. Mars-Events. Anspruchsvolle Rennen mit größeren Belohnungen. Ja, gleich. Ja. Alles klar. Los geht's. Also Master-Events sind jetzt wahrscheinlich natürlich schwerere, wie das Master-Event schon sagt. So, aber ich vertraue da meinen fahrerischen Künsten, die ich ja so angehäuft hier habe, so ist ja so vor PC hier so schön angehäuft. Nee. Aber ich finde, mein Wagen sieht cool aus. Okay, das ist vielleicht. Dieses Orange ist vielleicht nicht ganz so perfekt getroffen. Ist eher so ein Gold. Aber Gold-Schwarz, finde ich, sieht auch geil aus. Ja. Und erstmal wieder schön nach vorne gesetzt. Okay, ich glaube, dieses Master-Event besteht darin, den einen vorne zu kriegen. Der Rest ist nicht so schwer. Aber den einen vorne, Alter. Das ist ja mal sau kurz, dieses Event. Komm, Neustart direkt. Das dauert ja nicht so lang.
So. Allerdings, dass er jetzt hier immer noch diese scheiß Ladezeiten drin hat, das nervt ein bisschen. Aber na gut. So. So, jetzt ein bisschen fail, dass ich gelenkt habe beim Start. So, den ersten hier, um den geht es. An dem muss ich dranbleiben. Und an dem muss ich dranbleiben und ich habe ihn jetzt sogar überholt. Jawohl. Allerdings muss ich jetzt hier die ganz weite Linie fahren, aber war nicht schlecht. Und ja, jetzt hat er mich gegen die Wand gedrückt. Und ich verliere sofort voll an Speed. Und sofort verliere ich auch, was weiß ich, direkt mal 3 Sekunden. So. Komme ich da jetzt nochmal dran? Ich hoffe, ne? Ja, jetzt bin ich doch dran. Nein! Weißt du, genau das ist es nämlich. Du kannst die Leute nicht drehen, aber sie lenken einfach in dich rein und zack, bist du weg. Das ist doch so ein Kack. Also jetzt habe ich gedacht, schaltest du ihn mal super aus? Nee, geht nicht. Ja, da steht noch ausgeschaltet plus 170, aber ich habe ihn doch gar nicht richtig ausgeschaltet, ey. So, jetzt, Alter, gib Gas, Mann. Ich habe was Besseres zu tun, als bei euch da hinten da so zu hängen, Mann. Schau, der erste ist direkt schon wieder 5 Meilen weit weg, ey. So. Ja, aber wenigstens sind wir dran. Oh, und er hat einen Unfall gebaut. Oh, das sehe ich aber jetzt auch. Zum ersten Mal. So. 36,16. Eben war meine erste Runde, ich glaube 36,03. So, aber jetzt heißt es, keinen Fehler mehr bauen, weil da ist einer hinten dran. Und der nutzt sofort einen Fehler von mir aus. So. Hat die Kurve schön gefahren. Nein, und dann kommt hier Verkehr. Ist ja sowas von klar. Und er kommt super durch und der zweite auch. Wie ist denn der da so super durchgekommen? Alter Schwede. Ja gut, die 5 Sekunden hole ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf, oder? Ah, ich weiß es nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Alter Schwede, okay, diese Master-Events, die sind nicht schlecht, ne? Alles klar. Sie sind möglich, aber wenn diese Autos da eben nicht gekommen wären, hätte ich es locker gepackt. Aber die Autos waren da eben, ne? So. Ja, danke. Siehst du das? Ja, Alter. Seht ihr das? Zack. Ja, und zack und gedreht. Jawohl, hier. Die denken ja gar nicht daran, einfach nur an mir zu weit zu fahren. Nein, da wird drauf gekloppt. So, auf geht's jetzt. So. Ah, gut, die Starts sind ungefähr immer gleich bis jetzt bei mir. So, ja, jetzt lass mich doch fahren, ey. So, das ist jetzt schon mal wieder richtig fail gelaufen, ey. Der erste ist schon wieder direkt meilenweit vorne. Und ich komme nicht hinterher. Obwohl, so weit ist er jetzt gar nicht weg. So, okay, aber das war richtig fail. Komm jetzt, ey, das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Meine Güte, ist das, kann das so schwer sein? Ja, anscheinend. So, auf geht's jetzt. Zack, Gas und Gas los und wieder drauf. Ich überlege jetzt, weil ich ganz außen rumfahren soll. Ja, war auch eine gar nicht mal so schlechte Idee. Denn so viel Speed verliere ich da ja gar nicht. Oh, war sogar eigentlich eine ziemlich gute Idee, mal ganz außen rum zu fahren. Denn jetzt war ich beim ersten. Habt ihr ja gesehen? Zack, ich fahre nur in den rein, er zieht rüber und mich katapultiert jetzt direkt weg. Wie so ein Sprungfeder ist das Auto. Also ich fahre dran und dann pam, zieht mich sofort weg. So. Ich bleibe meiner Taktik aber diesmal wirklich treu. Ich fahre hier ganz außen rum. Das ist wirklich genau die beste Taktik.
Und dann natürlich voll in das Auto reinzufahren, was da auf dieser Strecke steht. Und ich dieses Event seit geschätzten 15 Minuten schon wieder probiere und es nicht packe. So, aber jetzt halt. Und vom Gas und wieder drauf. Ja, der Start könnte noch besser verlaufen auf jeden Fall. So, wieder ganz außen herum. Und zack, vorbei. So, und jetzt Concentration bitte. Das war schon wieder ein bisschen Fail. Aber noch alles im Rahmen des Möglichen. Hier die Kurve kriegt er so unglaublich gut, ey. Da habe ich keine Chance. So, aber jetzt bin ich der Führer. Oh, ihn hat's gezogen. Und diese erste Rundenzeit war auch wirklich richtig super. 34,29, bin ich 36 irgendwas gefahren. So, und das muss ich doch jetzt nutzen, oder? Also das kann ich jetzt eigentlich gechillt zu Ende fahren. Denn jetzt habe ich ja so viel Vorsprung. Ja gut, okay. Einmal Fail gebaut und schon kommen sie wieder nahe. Aber trotzdem. 4 Sekunden, jetzt sehe ich den. Jetzt hätte ich gerne den. Die Rundenzeit 29,14. Ja, okay, das geht viel besser. Aber gut. So, ja, okay, wenn ich mir das jetzt noch nehmen lassen würde, dann würde ich mich echt vergraben. Das sieht teilweise echt gerade so aus, als würde ich mir das noch nehmen. Ja, Alter. Ja, okay, gut. Das habe ich. So, sehr gut. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Jo. Du hast dominiert sogar. 1,33 zu 2,05. Ja, natürlich, dass du das dann auch gewinnst. Ja, 2120 Dollar, super. Hat mir ja jetzt sehr viel Geld gebracht, oder? In the Zone Bonus plus 80%. Ja, okay. So. Hey, Kumpel im Ernst. Du solltest echt mal drüber nachdenken, deine Karre aufzumotzen. Ich kenne eine Werkstatt, wo sie dir auf jeden Fall helfen können.